Manche von euch werden es vielleicht schon vermutet haben. Auch am heutigen Tage lässt euch ihre Verdorbenheit Rosa die Erste, erste Päpstin der Gemeinde vom Lustkreuz, nicht allein in eurem Kampfe. Laut ihren Worten begrüßt begeistert Rosa die Erste, Päpstin der Gemeinde vom Lustkreuz. Frauen, Männer, Kinder und nicht definierte Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier erschienen seid, hier am Bundeskanzleramt, wo sich hunderte Fans des falschen Glaubens versammelt haben, um gegen Freiheit zu demonstrieren. Und zwar gegen unsere Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob wir Nachkommen haben möchten oder nicht. Gegen unsere Freiheit, mit unseren Körpern anstellen zu können, was wir wollen. Seit Jahren müssen wir Anhängerinnen der Emanzipation diesen unheilvollen Marsch der Spinner ertragen. Seit Jahren sieht die Herren wie ihr, meine geliebten Menschenkinder, gegen diese fürchterliche Veranstaltung mit Humor und Tatkraft angeht. Und auch in diesem Jahr schaut sie stolz zu uns rüber. Zu uns, die wir für die Liebe demonstrieren. Die Liebe, wie sie uns gefällt. Und nicht, wie sich diese sexistischen Paternalisten da drüben vorstellen. Schande! Wie schon König David sagte, mein Bruder Jonathan, ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Ja! Halleluja! Auch so bin ich gegen Päpstin Rosa die Erste der Ansicht, dass Liebe unter den Menschen, Liebe zwischen Mann und Mann, zwischen Frau und Frau und zwischen allen, die sich lieben wollen, dass eben diese Liebe nicht falsch, sondern von der Herrin gewollt ist. Dieses wunderbare Geschenk könnt auch ihr, die ihr scheinbar nur eure Holzkreuzchen und diesen langhaarigen Lied nicht verdammen und verurteilen. Jawohl! Und als dieser langhaarige Jesus darum bat, man möge die Kinder zu ihm bringen, auf dass er sie anrühre, meinte er wohl etwas gänzlich anderes als der ein oder andere katholische Geistliche heutzutage. Ihr fehlgeleiteten Seelen da drüben, die die Botschaft der Herrin von wahrer Liebe, Freiheit und Emanzipation noch nicht vernommen habt, euch soll eines gesagt sein. Wir werden uns euren Schweigemarsch nicht stumm ansehen, weder in diesem noch im nächsten Jahr. Halleluja! Wir werden euch nicht unkommentiert von tausenden Abtreibungen pro Tag lügen lassen. Halleluja! Und wir werden weiterhin einstehen für ein selbstbestimmtes Leben. Wenn man euch da drüben sieht, dann fordert man nicht nur ein Recht auf Abtreibung bis zur 12., nicht bis zur 18. Woche, sondern bis zum 50. Lebensjahr. Und so möchte ich nun die erste Exkommunikation unserer Gemeinde des Lustkreuzes vornehmen. Dr. Claudia Kaminski, Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle e.V. und somit Mitveranstalterin des 1000 Kreuzemarsches, sei hiermit auf Lebenszeit von der Gemeinde des Lustkreuzes ausgeschlossen. Jawohl! Hier sei es erst möglich, den rechten Weg einzuschlagen, wenn du dich öffentlich von deinem Irrglauben distanziert hast und durch einen hedonistischen Lebensstil glaubhaft gesichert hast, im heiligen Krieg gegen den falschen Pass auf unserer Seite zu kämpfen. Aber nimm dir bloß kein Beispiel an dieser Margot Kettmann, das war eher schlecht gemacht. Meine lieben Menschenkinder, euch danke ich auch nochmal für eure Unterstützung. Auf Facebook haben sich mir bereits 400 Jünger und Jüngerinnen angeschlossen und auch auf dem der Herren sehr zugetanen Blog whatthefuck.blogsport.de überschlagen sich die Klickzahlen. Und der Krieg hat nun fast seinen Höhepunkt erreicht. Nächsten Donnerstag kommt der falsche Part in unser Zentrum der Bewegung. Schande. Und rufe ich euch auf, ihm morgens um 10 am Flughafen Tegel noch einmal ganz persönlich die Nachricht vom Heiligen Krieg gegen ihn zu überbringen. Oh. Abends dann gegen 8, wenn der Tommy versucht, seinen aussichtslosen Schlaf zu bekommen, werden wir ebenfalls da sein. Wir werden mit geschmacklosen Einschlafliedern unser Bestes geben und wir werden vortanzen. Vortanzen für den 23.09., der Tag, an dem wir im About Blank unseren erfolgreichen Kampf feiern werden. Und so schließe ich mit einem kräftigen Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Eure Kinder werden so wie wir.